Okay, hallo Daniela, du hast dich in deiner Dissertation mit dem Netzwerk junger Abgeordneter in Berlin auseinandergesetzt. Die Bundestagsfraktion der SPD gliedert sich ja in verschiedene Gruppen. Das ist zum einen ein rechter Flügel, das ist der Seeheimer Kreis, das ist ein eher linker Flügel, die parlamentarische Linke. Nach dem Wahlsieg hat sich jetzt eine weitere Gruppe gebildet, eben das Netzwerk junger Abgeordneter. Wie kam es zu dieser Neugründung? Ja, also das war erstmal etwas sehr Ungewöhnliches, dass sich eine neue innerparteiliche Gruppierung gegründet hat zu den bestehenden Flügeln. Und das kam daher, dass nach dem Wahlsieg der SPD 1998 auf Bundesebene eine Reihe jüngerer Abgeordneter in den Bundestag eingezogen sind, die bestimmte Merkmale hatten. Also die kannten sich zum einen zum großen Teil aus ihrer Jungsozialisten-Vergangenheit. Die hatten alle ungefähr ein Alter, also die waren so ungefähr zwischen 1965 und 1975 grob geboren. Und man muss dazu sagen, dass erstmalig seit längerer Zeit eben ein größerer Schwung an jüngeren Abgeordneten eingezogen ist. Vorher waren das nur vereinzelt Abgeordnete, sodass da wirklich so einfach von den äußeren Bedingungen her ein Umbruch war. Und wichtig zu wissen ist, dass diese jüngeren Abgeordneten ja zunächst versucht haben, bei den bestehenden Strukturen und Gruppierungen anzudocken. Sie sind mehrheitlich zur parlamentarischen Linken gegangen, waren dort mit bestimmten Dingen unzufrieden und sind dann zum Seeheimer Kreis gegangen und waren dort auch unzufrieden. Und was sie eben bei den bestehenden Gruppierungen kritisiert haben, war überwiegend, also vor allen Dingen bei der parlamentarischen Linken, die bestehende Diskussionskultur. Sie hatten den Eindruck, das sei sehr hierarchisch organisiert, wenig offen in den Diskussionen, wenig offen für neue Inhalte, für abweichende Meinungen. Sie hatten auch den Eindruck, ja, man müsste sich mehr oder weniger erstmal hinten anstellen. Also es gibt eine starke Führungsstruktur, dass da ein, zwei Leute eben vorgeben, welche Themen diskutiert werden und welche Beschlüsse auch gefasst werden. Und das entsprach nicht dem, was sie sich vorgestellt haben. Und zum anderen war ihr Eindruck eben, dass auch schlicht und ergreifend keine Themen diskutiert wurden, die ihren Interessen entsprachen. Also sie empfanden das als recht rückwärtsgewandt und so in den 80er Jahren eigentlich eher verhaftet. Beim Seeheimer Kreis wiederum, wo sie dann versucht haben mitzumachen, kritisierten sie vor allen Dingen, dass es zwar etwas offener war von der politischen Kultur her, aber dass im Grunde genommen es kaum einen Diskurs gab über Themen, sondern dass dieser Seeheimer Kreis ja ganz klar treu zum Kanzler, also zu Gerhard Schröder stand, aber darüber hinaus eigentlich wenig an Diskussion, an Diskurs standfand und nicht überlegt wurde, müssen wir uns irgendwie nochmal weiterentwickeln oder anders entwickeln. Und hinzu kam, dass sich diese ablehnende Haltung vor allen Dingen gegenüber der parlamentarischen Linken auch aus der Jungsozialisten-Vergangenheit dieser Abgeordneten speiste. Denn die meisten von ihnen waren bei den Jungsozialisten eben in einer Strömung organisiert, bei den sogenannten Undogmatischen, und waren dort ja eigentlich strukturell unterlegen während ihrer gesamten Jungsozialistenzeit gegenüber der sogenannten Stamokap-Gruppierung, also dem linken Flügel, die einfach eine Mehrheit hatte und dementsprechend nicht nur die Positionen besetzte, sondern eben auch thematisch den Kurs bestimmte. Und dieses Unterlegenheitsgefühl hat sich dann natürlich in den Bundestag transportiert und auch die Abneigung gegenüber ja, einer bestimmten Diskussionskultur, gegenüber bestimmter Herangehensweise an Themen, die wohl offenbar als ähnlich empfunden wurde, sowohl bei der parlamentarischen Linken als bei diesem linken Jungsozialistenflügel, den Stamokaps. Und dann muss man vielleicht noch sagen, dass das aus so einer Unzufriedenheit heraus dann eben gegründet wurde und eben auch aus der Unzufriedenheit heraus, dass sie den Regierungsstaat dieser rot-grünen Koalition als recht unglücklich empfunden haben und gesagt haben, also da sind verschiedenste Dinge schiefgegangen. Dann gab es gerade im Frühjahr 99 den Abgang von Oskar Lafontaine, was ja eine große personalpolitische Veränderung bedeutete. Und das waren Dinge, die ja, wo sie den Eindruck hatten, da müssten wir jetzt diskutieren, wir können nicht mit den Konzepten und Ideen, die wir irgendwie noch in den 80er Jahren gefasst haben, plötzlich in eine Bundesregierung starten. Und ihr Eindruck war, da konnten eben nicht die Gesetzentwürfe aus den Schubladen gezogen werden, so wie sie es offensichtlich tatsächlich zum Teil geglaubt haben. Und da suchten sie einfach einen Raum, wo sie für sich diskutieren können. Und auch möglichst angstfrei. Angstfrei war immer ein wichtiges Wort, also dass man wirklich auch sagen kann, Dinge sagen kann, die man hinterher vielleicht wieder über den Haufen wirft. Und sie hatten den Eindruck, dass das bei den anderen Gruppierungen nicht geht. Mhm. Angstfrei, das klingt schon durch, dass es halt den Netzwerken also offensichtlich auch darum ging, einen anderen politischen Kommunikationsstil zu etablieren. Ist Ihnen das gelungen und werden Sie Ihren eigenen Ansprüchen denn da gerecht? Also ich glaube, das muss man so zweischneidig sehen. Auf der einen Seite war mein Eindruck, dass sie sicherlich einige Dinge zumindest in den Anfangsjahren anders gemacht haben als die bestehenden Gruppierungen, wie sie damals existierten.
Also Sie haben zum Beispiel von Anfang an gesagt, wir wollen nicht nur wir Politiker, also Abgeordneten unter uns diskutieren, sondern wir versuchen das Ganze möglichst weit zu öffnen gegenüber Wissenschaftlern. Sie haben ja immer Referenten zu ihren Treffen eingeladen, gegenüber der Wirtschaft, gegenüber Politikberatung, Medien war auch ein wichtiges Thema, dass Sie immer wieder Vertretern von, weiß nicht, Online-Magazinen, Zeitschriften oder so da hatten und gesagt haben, wir wollen das mischen, wir wollen nicht im kleinen Kreis bleiben, wir wollen nicht im Hinterzimmer bleiben, sondern das soll geöffnet werden. Und Sie haben dann auch relativ zügig eine eigene Zeitschrift gegründet, die Berliner Republik. Das ging auf Betreiben von Hans-Peter Bartels hin. Und ich würde schon sagen, dass Sie damit so ein schriftliches Austauschmedium gefunden haben, was es in der Form nicht gab. Also das kam erstmal deutlich moderner daher, als es der Vorwärts war. Und es war auch von den Debatten, von den Auseinandersetzungen von den Menschen, die dort geschrieben haben, relativ hochwertig, muss man sagen, und wurde schon auch beachtet. Und dann war ein Ziel eben auch, dass Sie möglichst hierarchiefrei eben diskutieren in diesen Runden. Und jeder Abgeordnete oder jedes Mitglied, gleich ob er eine bestimmte Position bekleidete oder nicht, einen Vorschlag machen konnte zu einem Papier, das geschrieben werden sollte oder zum Thema der nächsten Zeitschrift oder wie auch immer. Also das war Ihnen so ein Anliegen. Trotzdem haben sich natürlich in diesen nicht existenten offiziellen Hierarchien oder Strukturen inoffizielle gegründet, das muss man schon sagen. Also dass es da natürlich, wenn man genauer hinguckte, es gerade in den Anfangsjahren so war, dass Hubertus Heil sehr viel gemacht hat, Hans-Peter Bartels sehr viel gemacht hat, also dass da ja, sich inoffizielle Strukturen gebildet haben, weil, glaube ich, sie auch relativ schnell gemerkt haben, dass ein gewisser Grad an Organisation eben auch einfach notwendig ist. Ja. Wie haben denn die anderen parlamentarischen Gruppen auf die Neugründung reagiert? Überwiegend nicht erfreut. Also es ist natürlich auch so, dass so eine Neugründung auch die Machtverhältnisse schlicht durcheinander bringt. Wenn man sich vorstellt, da gibt es eine Fraktion, die ist zweigeteilt, dann kann man sich relativ gut abzählen, wie da die Mehrheitsverhältnisse sind, welche Beschlüsse man wie durchbekommt. Und nun gab es eine dritte Gruppierung, die ja deutlich kleiner war. Die haben immer so um die 40 Abgeordnete ungefähr gehabt. Aber dennoch sozusagen bei Abstimmung das Zünglein an der Waage sein konnte. Und selbstverständlich haben sie auch diese neue Gruppierung beäugt. Also gerade von der linken Seite kam häufig der Vorwurf, man wüsste gar nicht, wofür die inhaltlich stehen, was sie, glaube ich, auch selber lange nicht so richtig wussten oder wo ein sehr langer Selbstvergewisserungsprozess stattgefunden hat. Man hat sich sehr auch am äußeren Erscheinungsbild, am sogenannten Habitus gestoßen, denn da waren einige Abgeordnete, die schlicht und ergreifend ja eleganter gekleidet waren und ein anderes äußeres Erscheinungsbild hatten. Und dann sind einige der Netzwerker auch relativ früh etwas geworden, also haben eine Position bekleidet. Ute Vogt ist Staatssekretärin geworden, Christoph Matschi ist Staatssekretär geworden und sodass dann schnell der Vorwurf kam, naja, eigentlich wollt ihr ja nur Karriere machen, wofür ihr inhaltlich steht, ist gar nicht so klar und ihr habt euch nur gegründet, um eine eigene Machtbasis sozusagen zu haben. Also da war schon deutliche Konkurrenz da. Okay. Du sagst gerade, die Kritik war häufig, dass sie für ihre fehlenden Inhalte dann kritisiert worden sind. Was waren denn dann die Inhalte, die sich herausgebildet haben? Also dazu muss man sagen, dass das Problem war, dass das Netzwerk sich ja nicht gegründet hat aus so einem inhaltlichen Impetus heraus. Es war ja nicht so, dass sie gesagt haben, wir stehen für das Thema XY, das sehen wir bei den anderen nicht vertreten, deshalb gründen wir uns. Sondern es war eben dieses Gefühl der politischen Kultur, dass sie irgendwie anders haben wollten. Sodass das zunächst sekundär war. Sie hatten zwar den Eindruck, inhaltlich wollen wir irgendwie was anders machen, also zum Beispiel war Ihr Eindruck, Sie stehen den Entwicklungen der Globalisierung deutlich positiver gegenüber, auch überhaupt der medialen Entwicklung, neuen Informationstechnologien und so weiter, sind Sie aufgeschlossener gegenüber. Sie haben das Sozialstaatsthema sehr stark diskutiert, haben sehr früh, auch bevor das 2003 tatsächlich passierte, in Ihrer Gruppierung die Zusammenlegung von Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe diskutiert. Also da war schon was anders, aber Kern und Identität war nicht ein anderer Inhalt oder sich inhaltlich zu unterscheiden von den anderen Gruppierungen. Das war so ein nachgelagerter Prozess. Sie haben irgendwann gesagt, wir wollen ein neues Parteiprogramm. Das alte Parteiprogramm war das sogenannte Berliner Programm noch aus den 80er Jahren, wo auch tatsächlich Dinge drin standen, die einfach nicht mehr der Realpolitik entsprachen.
Und da wollten sie sich natürlich beteiligen und haben das genutzt, diesen sogenannten Diskussionsbeitrag, wie sie es genannt haben, um so einen inhaltlichen Selbstvergewisserungsprozess in Gang zu bringen. Sind in Klausur gegangen tatsächlich. Und im Nachhinein würde ich sagen, dass das Abgrenzungen waren oder Unterschiede waren, die vor allen Dingen gegenüber der Partei Linken bestanden. Also zum Beispiel die eindeutige Befürwortung der neuen Sozialstaatsidee, also dass eben so die sogenannte Chancengerechtigkeit viel mehr gewichtet wird in der Sozialdemokratie als die Verteilungsgerechtigkeit, also es weniger um materiellen Ausgleich geht, sondern eher darum, Menschen immer wieder Lebenschancen, wie sie es genannt haben, und damit auch Bildung zur Verfügung zu stellen. Sie haben sich in dem Zusammenhang sehr stark gemacht für öffentliche Kinderbetreuung, also den Ausbau öffentlicher Kinderbetreuung vom Kleinkind bis ins höhere Lebensalter. Also ich würde sagen, das waren so vor allen Dingen die Punkte und eben vor allen Dingen innenpolitische Punkte, mit denen sie sich stärker auseinandergesetzt haben. Gerade das Feld der Außenpolitik, EU, das war lange, lag das eher brach oder war nicht so, ja genau, war eher ein unbestelltes Feld. Welche Bedeutung kommt dem Netzwerk denn heute noch zu? Also das Netzwerk existiert immer noch. Es ist interessanterweise weder gewachsen noch geschrumpft. Also es hat immer noch so um die 40 Abgeordnete, unabhängig von der Größe der Fraktion insgesamt. Und es ist sicherlich in dem Sinn noch ein Machtfaktor, dass es für Mehrheitsverhältnisse zum Teil benötigt wird bei Abstimmungen einfach. Man muss dazu aber auch sagen, dass es vor einigen Jahren so eine Art, ja, Waffenstillstand oder Abkommen mit dem Seeheimer Kreis gegeben hat, sodass das Netzwerk schon eher diesem Parteiflügel inhaltlich zuzuordnen ist. Und darüber hinaus, würde ich sagen, besteht es vor allen Dingen auch noch als Diskussionsform und Diskussionsforum. Das ist schon immer noch das, was es ausmacht, glaube ich. Alles klar, danke schön für das Gespräch. Bitte, gerne.